Menschen sind durch den modernen Lebensstil physisch inaktiver und zunehmend nach vorne ausgerichtet. Ob am Arbeitsplatz, im Auto, beim Essen oder abends auf dem Sofa. Die meiste Zeit verbringen sie sitzend. Sogar im Schlaf wird eine gebeugte Haltung eingenommen. Die Muskulatur passt sich dieser Haltung an. Fehlstellungen etlicher Gelenke, so zum Beispiel der Gelenke der Wirbelsäule, rufen einseitige Belastungen hervor und verursachen häufig Schmerz und Verschleiß. Naturwissenschaftler Dr. Piero Fontana befasst sich seit Jahren mit der Muskelphysiologie und kennt die Auswirkungen eines unnatürlichen Bewegungsverhaltens auf die gesamte Muskulatur. Der Zusammenhang zwischen der Längenanpassung eines Muskels und dessen Alltags- und Trainingsgebrauchs ist wissenschaftlich klar dokumentiert. So führt ein chronisch eingeschränkter Bewegungsumfang beispielsweise dazu, dass die Muskellänge eingeschränkt wird. Auf der anderen Seite führen geeignete Trainingsreize dazu, dass sich die Muskellänge vergrößert. Diese Erkenntnisse machen es notwendig, auch Ursachen von Schmerz an Gelenken und Wirbelsäule anders zu betrachten. Die Ursache des Schmerzes liegt nicht immer da, wo man den Schmerz spürt. Daher ist es wichtig, die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Längenanpassung des Muskels in der Praxis zu berücksichtigen. Unsere Muskulatur schützt unseren passiven Bewegungsapparat, ist unser Stoffwechselaktivator und muss ausreichend gekräftigt und in die Länge trainiert werden. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass ein Training über den maximalen perfekten Bewegungsumfang notwendig ist, um diesen zu steigern. Sportwissenschaftler und Inhaber der erfolgreichen Rückgratstudios Rudi Plüdemann entwickelte aus langjähriger Erfahrung, kombiniert mit neuesten Erkenntnissen aus der sportmedizinischen Trainingstherapie, ein gerätegestütztes Beweglichkeitskonzept, um die Muskulatur in die Länge zu trainieren. Das Flex-Rückgrat-Konzept. Im Flex-Trainingszirkel werden alle großen Muskelgruppen in die Länge trainiert. Dadurch werden Schmerzen am Bewegungsapparat, sei es in der Schulter, im Nacken, in den Knien oder im Rücken, wirksam beseitigt. Das Ganze funktioniert nur in der Gesamtheit seiner Übungen. Das heißt, wenn ein Schmerz in der Schulter auftaucht, dann kann die Ursache durchaus in der Hüfte liegen. Und so wirken alle Übungen nur in ihrer Gesamtheit. Das Flex-Rückgrat-Konzept besteht aus diesen, aus spezifischen Erkenntnissen heraus entwickelten Geräten. Die Übungen an diesen Stationen sind leicht durchführbar. Dr. Falarczyk, Facharzt für Orthopädie, kann bestätigen, wie wirkungsvoll das Flex-Trainingskonzept ist. Ich benutze das Flex-Rückgrat-Konzept in meiner orthopädischen Facharztpraxis im Rahmen zur Therapie des chronischen Rückenschmerzes, unspezifisch, sowie für den chronischen Gelenkschmerz. Und ich bin von der Akzeptanz und von den Ergebnissen des Flex-Rückgrat-Rezepts gerade beim unspezifischen Rückenschmerz genau wie die Patienten begeistert. Ganz besonders wichtig finde ich bei dem Konzept ist, dass wir ein standardisiertes Training durchführen. Das heißt, alle wichtigen Muskelgruppen und Gelenke mitbehandeln, sodass am Ende der Patient auf seine ursprüngliche Gelenkspielweite eingestellt wird. Und das ist, denke ich, auch der Grund für die Reduktion der Beschwerdesymptomatik am betreffenden Gelenk oder an der Wirbelsäule. Die Geräte bieten ein durchdachtes, zielförderndes Beweglichkeitstraining für alle Altersgruppen und unabhängig vom Trainingsstatus. Die Wirkungsweise ist besonders bei Menschen mit Rückenbeschwerden extrem effektiv und erfolgreich. Therapeutisch, aber auch präventiv. Ich habe eine angeborene Skoliose, habe mein Leben lang schon mit Verspannungen und Schmerzen im Brustwirbelsäulenbereich zu tun, die mir sehr zu schaffen machen, schon immer. Und ich benutze jetzt seit 4-5 Wochen diese Flexgeräte. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die Schmerzen sind zurückgegangen, die Verspannungen treten weniger häufiger auf und ich bin sehr zuversichtlich, was auch die Zukunft angeht, wenn ich weiterhin regelmäßig an diesen Geräten trainiere. Aufgrund meiner Tätigkeit im Einzelhandel hatte ich ganz starke Rückenbeschwerden und seitdem ich an den Flexgeräten trainiere, seit einem halben Jahr, bin ich viel lebensfreudiger, habe keine Schmerzen mehr, kann mich viel besser bewegen und habe mehr Spaß am Leben und trainieren.
Ich bin Schmerzpatient und bereits nach der ersten Einweisung durch einen Trainer an diesen Geräten hatte ich das Gefühl, dass die Muskulatur gestreckt worden ist und dass dadurch der Druck von den Gelenken genommen wurde. Und je länger ich hier an diesen Geräten trainiere, desto mehr habe ich das Gefühl, dass die Schmerzen nachlassen und ich mich besser bewegen kann. Ich war früher sehr schmerzempfindlich im Lendenwirbelbereich. Ich konnte mich ohne abzustützen nicht nach vorne bücken. Nachdem ich die Flexgeräte benutzt habe, bin ich so gut wie schmerzfrei gewesen und habe dann weiter trainiert und habe seitdem keine Einschränkungen mehr und bin regelrecht fit. Sportwissenschaftler Dr. Steffen Haschke hat vor einem Jahr das Flex-Rückgrat-Konzept in seinem Club erfolgreich integriert. Er sieht vor allem die Vorteile für seine Kunden. Ich habe mich für das Flex-Konzept entschieden, weil es aus meiner Sicht das derzeit einzige System am Markt ist, was geeignet ist, die Rücken- und Gelenkprobleme unserer Kunden nachhaltig und dauerhaft zu lösen. Über 90% dieser Probleme resultieren aus muskulären Disbalancen. Durch die speziellen Ausgangsstellungen und spezifischen Trainingsreize wird die Muskulatur gleichzeitig gekräftigt und in die Länge trainiert. Dadurch werden muskuläre Disbalancen beseitigt und damit die Ursache dieser Probleme. Die Übungen sind sicher und einfach zu erlernen, sodass nach einer kurzen Einweisung die Kunden selbstständig in der Lage sind, diese Übungen durchzuführen. Durch die schnellen Erfolge sind unsere Kunden sehr zufrieden und empfehlen dieses Konzept weiter. Eine flexible, lange Muskulatur schafft neue Beweglichkeit, mehr Wohlbefinden für Ihren Rücken und neue Energie.